Menschen mit Herz. Dieser Saal, ich habe es gerade vorher gesagt, trägt einiges. Ich bin es eigentlich auch gewohnt, hier drinnen zu sprechen. Es ist immer sehr ehrfürchtig, wenn man daran denkt, dass Ludwig van Beethoven hier Klavier gespielt hat. Und wie ich schon gesagt habe, unsere Stadt ist sehr eng mit Garten, mit Park, mit Natur verbunden. Und es ist auch die Historie und die Geschichte, die diese Stadt prägt und die uns gemeinsam heute auch diesen Abend ermöglicht. Und wir wollen Ihnen heute mit diesem Film eine Reise, erstens die Geschichte der Gartenlust zeigen, und wir wollen Ihnen anhand dieser Reise verschiedene Beispiele verschiedener wunderschöner Gärten, Gartenformen hier in Niederösterreich präsentieren. Nicht zuletzt gleich hier ganz in der Nähe der berühmte Kapitulare Garten in Geinfahren. Und so schlägt sich auch dieses Bewusstsein zu unserer heutigen Zeit, dass es nicht nur darum geht, ein Haus zu bauen, sondern diesen Grünraum um das Haus herum in einer ganz besonderen Ergänzung als grünes Wohnzimmer zu gestalten. Das führt zu vielen Bauformen, das führt zu vielen Gestaltungen auch der Ortsbilder. Und so sehen Sie, dass dieses Thema nicht nur fokussiert ist auf die ästhetische, nicht nur auf die Gartenstruktur, sondern eines ist, das uns gesellschaftlich in vielen Belangen und Bereichen berührt und das uns als Gesellschaft auch weiterentwickelt und formt. Man kann aus diesen Gärten wirklich etwas lernen und gleichzeitig für sich mitnehmen, auch in die Praxis. Allein wenn man an die einzelnen Pflanzen denkt, wir werden das dann ja hoffentlich noch sehen. Ich möchte auch bei dieser Gelegenheit mich selbst auch noch einmal bei der Gemeinde Bad Vöslau bedanken, beim Herrn Bürgermeister, auch bei der Frau Kusnow, ich weiß nicht, wo sie jetzt ist. Sie haben uns wirklich wunderbar unterstützt und danke für diesen traumhaft schönen Empfang heute. Ehrenamtlich hat Wolfgang Jarisch im Jahr 2010 den kleinen Garten mit großer Geschichte in Bad Vöslau angelegt. Hier wächst, was niemand geringerer als Karl der Große verordnet hat. Der mächtige Kaiser, gekrönt 800 nach Christus, fördert Bildung und Zivilisation in seinem Reich und erkennt den Wert der kleinen Dinge. 73 Pflanzenarten, Gemüse, Kräuter und zusätzlich Obst hat Karl der Große für alle öffentlichen Gärten seines Reiches vorgeschrieben, in seiner vierten Landgüterverordnung Capitulare de Villis. In einem Kapitel steht die Pflanzenliste, die Vorbild für den Capitulare-Garten ist. Fast alle von Karl dem Großen verordneten Pflanzen bewahrt Wolfgang Jarisch. Helga Eichwalder-Gabler und seine Frau Annelore helfen ihm. Die Gemeinde Bad Vöslau unterstützt den Schaugarten. Im Kapitulare-Schaugarten von Wolfgang Jarisch ist eine 1200 Jahre alte Gartengeschichte lebendig. Thank you.